Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 420 und stehen schon vorm ersten Mod. Genau, wir sind hier bei einem Renault-LKW. Genau, ich steige einfach mal eine Runde rein. Da seht ihr es, das läuft hier unter Lizard Renault Premium Kilo 2, hoffe ich, denke ich. Ich habe es hoffentlich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ja, hier seht ihr das gute Stück. Ja, texturenmäßig teilweise okay, teilweise verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Die Platte zum Beispiel gefällt mir selber nicht so gut. Da hätte ich wahrscheinlich dann auch mehr so ein Riffelmuster gesehen, so dieses Diamantriffelblech oder irgendwie sowas in der Richtung, von der Art her. Sonst sehr viel Mühe in die Details dementsprechend gesteckt. Ich mache hier auch mal Licht an. Man sieht schon also ordentlich Licht dran. Man sieht da oben auch die kleinen Männchen vom Reifenhersteller sind da. Man hat auch ne, Seitenbeleuchtungsgeschichten dran. Zusätzliche Lichtstufen vorne. Auch die ganzen kleinen Lichter, die hier im Kühlergrill dementsprechend eingebaut sind. Also schon eine schöne Geschichte eigentlich. Kann ich anders sagen. Auch die Zusatzscheinwerfer oben und sowas. Das sieht schon gut aus. Wenn wir uns das Ganze von innen angucken, sieht es relativ normal aus. Ich behaupte, wir sind etwas hoch mit der Kamera, weil so sehe ich nicht raus, muss ich sagen. Und man sieht auch selber, wir sind eine Ecke übere Kopfstütze. Ne, das ist wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt eigentlich Sinn und Zweck der Geschichte. Wenn ich hier Licht anmache, sehen wir innen drin keine Reaktion aufs Licht. Wir haben einen schönen Ball als Deko da mit drin. Das ist es dann aber auch. Wenn ich den Motor anmache, dann haben wir auch keine Reaktion vom Zeiger. Man sieht im oberen Bereich, den man gerade noch sehen kann, da wird sich oder bewegt sich in dem Sinne so nichts. Ne? So, okay, wenn ich jetzt hier mitfahre, ich mache den Motor mal an, fahre noch nicht los, also das ist noch nicht der Motortest. Ihr seht selber, ein kleiner Fehler, der mir aufgefallen ist, seht ihr den Feuerlöscher und die Geschwindigkeitsangaben? Ja, ne? Also die wippen mal eine Runde mit. Ne? Also wie gesagt, ich würde sagen, eine schöne Vorabversion, da lässt sich noch ein bisschen was dran machen, aber der Ansatz ist schon mal okay. Ich mache das Ganze jetzt wieder aus, dann könnt ihr noch einmal hier den Motortest gleich hören, nachdem ich euch das gute Stück im Shop gezeigt habe. Da haben wir es nämlich, kostet nur 30.000, 500 PS hat das gute Stück, soll 125 fahren. Wir können die Felgenfarbe noch variieren, die Grundfarbe bleibt gleich und wir haben die Mischung, die Reifenvariante zwischen Lizard und Trelleborg dementsprechend dann zu wählen. So, ich gehe jetzt hier wieder raus, mache das gute Stück hier mal an. Ihr seht die Seitenbeleuchtung hier, die bleibt selber immer. Und wo das helle weiße Licht jetzt hinten herkommt, weiß ich nicht, weil ein Strahleranbau sehe ich so nicht. Also man hat hier noch vielleicht ein bisschen was dran zu machen. So, ich werde jetzt mal eine Runde fahren zum nächsten Platz. Da habe ich nämlich eine platzierbare Geschichte stehen und die kommen wir jetzt als nächstes. So, und der Motortest. So, ja, da steht das gute Stück. Ne? Also, wie gesagt, ne? Ist immer eine Geschmacksfrage natürlich, klar. Wer es mag, der nimmt ihn. Wer nicht, der nimmt ihn halt einfach nicht. So, wir sind bei der nächsten Mod. Die seht ihr hier. Das ist ein Schweinestall im dänischen Baustil. Auch die Beschriftungsgeschichten, die wir hier sehen, sind dänisch. Auch der Modder hat sich dann schildmäßig hier natürlich dann verewigt. Wir sehen selber, hier kommt zum Beispiel dann der Futterpart rein. Ich weiß jetzt nicht, wofür das hier das ist. Ich bin in Dänisch nicht ganz so mächtig. Man sieht aber auf jeden Fall, dass hier zum Beispiel Strohsachen hin sollen. Ne? Also hier sind es wohl die sozusagen der Innenhof zum Anliefern, sage ich einfach mal so. Da seht ihr das Ganze nochmal im Modding-Team. Genau. Und ja, wir haben sonst hier ein schönes Gebäude. Texturen sind soweit okay. Ihr seht selber, das hier ist die Stelle für Mist dementsprechend, wo man halt den Mistpart rauskriegt. Und hier ist ein großes Güllelager, da sieht man auch die Sub drin schwimmen sozusagen. Hier können wir einmal rumlaufen, die wird halt dementsprechend einfach so gesetzt. Ihr seht selber hier, mein Boden war nicht ganz eben, das heißt, er hat den Boden aber auch nicht angepasst, sondern einfach dann an der größtmöglichen Fläche angeglichen oder halt draufgesetzt und ist dann einfach durchgegangen. Wir haben hier drumherum einmal Küren. Wir sehen jetzt hier die Tiere oder die Tierbereiche selber direkt nicht, weil ich habe hier keine Tür gefunden zum Aufmachen. Das heißt also, hier haben wir reinweg, wissen wir, dass wir Schweine drin haben. Wir wissen, dass wir den Spaß anliefern können hier in der Mitte. Und das ist es halt. Das ist der Stil, einmal im U-Form das Ganze gehalten.
Ich zeige euch das Ganze natürlich auch nochmal im Shop hier. Haben wir bei Tierhaltung und da haben wir ihn. Da. Ne? 150.000 kostet das gute Stück. Hat 250 Tiere, die reingehen. Der normale große Schweinestall kostet 100.000 mehr und gehen nur 50 Tiere mehr rein. Also schon durchaus eine interessante Geschichte. Vor allen Dingen ist die täglichen Gebühren mit nur 30 sehr niedrig im Verhältnis gesehen zu den Originalstallungen. Also wer einen Stall sucht und die Tiere nicht unbedingt rumrennen sehen will, sondern es ihm einfach nur um die Tiere an sich geht, dass man die Haltung und die Arbeit mit den Tieren hat und nachher die Tiere dann halt auch verkaufen kann, da ist hier nämlich mit dem Schweinestall genau richtig aufgehoben. Wenn ich draufdrücken würde, natürlich klar, ist einfach nur die platzierbare Variante. Optisch sonst, wie gesagt, sieht er ganz okay aus, oben mit den Holzabsätzen und sowas, schön mit den roten Dachziegeln, das ist alles soweit okay, ne? Was jetzt hier wie genau der Anlieferung ist, weiß ich so nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dort hinten in der Ecke vielleicht Wasser ist, denn hier Futter ist und hier Stroh ist. Ne? So wird es dann wahrscheinlich laufen. Ist ja die Frage auch, weil wir hier nur die eine, das, ne? Was es dann dementsprechend sein soll, ob da nur Schweinefutter direkt geht, aber es sind auch wohl andere Sachen abkippbar. Das hat man hier auch im Shop ja nochmal gesehen. Ich zeige es nochmal. Also angegeben ist ja auch alles, was man da sonst abkippen muss. Ne? Das heißt, das wird dann wahrscheinlich alles an der einen Silostelle dort abgegeben halt. So, ja, damit haben wir das. Ich würde sagen, wir machen mal eine Runde weiter. Ich skippe hier nochmal freundlich durch die Landschaft. Steige auch nochmal einfach irgendwo aus. Und laufe mal hier eine Runde rüber. Ich habe nämlich noch theoretisch vier, eigentlich drei Mods, aber zwei Mods sind im Prinzip eine Arbeitseinheit, wenn man so will. So, wir haben hier noch einen Ford F650 Super Duty. Das sind etwas die stabileren Jungs, wo ihr auch seht, okay, hier wir haben ne, alles dran, alles geht, alles groß, alles breit, ne, so wie es halt sein soll. Den zeige ich euch, damit ich es nicht vergesse, auch mal zuerst im Shop. Da haben wir das gute Stück. 35.000 ist der Grundpreis, da hüpft das gute Stück. Seht ihr selber, Federung war schon mal okay. Wir können die Hauptfarbe wechseln, wir können die Felgenfarbe wechseln und wir können die Designfarbe wechseln. Da bin ich mir bloß noch nicht sicher, was die Designfarbe ist. Ich mache mal weiß an. So, machen wir dunkelblau an. Ah, okay, Spiegel und allen drum und dran. Okay, so sieht er nun wirklich aus wie ein Spielzeug, eher wie alles andere. Wir haben dann noch die Möglichkeit, die Sachen hier Stockbett und Treppen. Das kann ich umstellen mit Bodykit. Das heißt, da muss man schon ein bisschen größer sein, wenn man da so rein will. Wir haben das Ganze die Möglichkeit, als Flachbett das Ganze zu kriegen. Mit Treppen, ohne Treppen und dann sind wir wieder hier bei, ne, normal. Wir haben die Möglichkeit, mit oder ohne Mount das Ganze zu kriegen, mit Blitzlichtgeschichten obendrauf, wenn man möchte. Motorausführung haben wir zwischen 300 und 400 PS zu wählen. Und Reifenvarianten, seht ihr hier selber, entscheiden sich dann durch die Felgen halt, wie es dann aussehen soll. Ne? Ja, eigentlich so ganz okay, eigentlich alles dran. Jetzt wollen wir noch eine Runde reinhüpfen, sind wir schon. Und dann werden wir eine Runde Lichttest machen. Wir haben hier einmal schön komplett die Standardbeleuchtung, dann haben wir auch die Seiten an, im Spiegel dementsprechend ist es an, oben ist es an. Wir haben einmal das normale Frontlicht zum Zuschalten und dann haben wir noch eine zusätzliche Stufe, die dementsprechend dort drin mit eingebaut ist. So, wenn wir das Ganze uns von innen angucken, Licht anmachen, dann sehen wir, dass der, also man sieht es schwer, aber schaut euch im Armaturenbrett den linken Zeiger an, ihr seht, dann kommt da eine Beleuchtung rein. Das sieht man wahrscheinlich auch erst, wenn es richtig dunkel ist. Die Sitze und sowas sind super okay. Armaturenbrett an sich, ja, ne, Geschmacksfrage, sag ich mal so. Bei den Lüftungsgeschichten mit den Chromen drumherum und bei den Türen muss man selber wissen, ob man das so mag oder nicht. Ne? Also die Sitze aber sonst finde ich ganz okay. Ne? Boden und sowas ist auch okay. Ne? Dann gehe ich erstmal hier wieder raus und dann würde ich sagen, dann fahre ich hier auch mal eine kleine Runde mit. So, ja, damit haben wir den auch. Den lasse ich hier einfach auch mal eine Runde an der Seite stehen. Und hüpfe wieder durch. Steige hier wieder aus und wir kommen zu einem New Holland, den wir hier stehen haben. Genau. Ja, das sind jetzt im Prinzip die zwei Mods. Wir haben nämlich einmal hier den New Holland vom CR
8, nee, CR6.8 bis CR9.8, wenn ihr hier seht. Ne, hier steht auch Twin Rotor, Revelation, man sollte lesen können. Und die zweite Mod ist das Schneidwerk, was ihr hier vorne vorhabt. Das ist nämlich eine extra Mod, die ist auch dementsprechend extra gelistet. Das gute Stück hier gibt es mit Front-Zwillingsreifen, so wie ich sie stehen habe. Das gibt es auch mit breiteren Frontreifen und sowas in der Richtung. Wir sind hier bei 14.500 Liter bei dem Drescher hier. Ich hüpfe auch mal eine Runde rein. Wir haben hier die Standard-Lichtvariante, die sonst auch dementsprechend geht. Ne? Und sonst ist alles okay soweit. So, ja, da bin ich wieder. Da kam das Real Life dazwischen. Also, Licht war ich dabei. Dann obere Lichtkranz mit dazu geschaltet. Hinten dementsprechend seht ihr auch die beiden Arbeitslichter sind an. So ist einmal alles an. Was auch schön ist, hier sind schön über den Spiegel sitzen noch Rundumbeleuchtung. Finde ich sehr gut. Ne? Hinten dementsprechend haben wir auch eine dementsprechend dann mittig sitzen. Ne? Auch die Auswurfgeschichten hier sind unterschiedlich. Also da gibt es auch in der Variante was zum Auswählen, was man dementsprechend da machen oder haben möchte. Wenn ich das Ganze jetzt auseinanderfalte, seht ihr selber, das ist die Standard-Faltmechanik. Da ist also nicht viel extra sozusagen. So, wenn ich das Ganze jetzt anmache, vorne runterlasse, seht ihr selber, also die, das Schneidwerk funktioniert auch einwandfrei. Kann ich jetzt mit loslegen, losfahren. Ne? Bisschen Vögel erschrecken. Ihr seht selber auch, dass hier auch ab von den Reifen auch dementsprechend Schmutz aufgeworfen wird. Das funktioniert alles so. Besonderheit bei dem guten Stück hier ist auch, dass ihr, wie ihr hier seht, den kurzen Radstand habt. Also das ist der Kurzrahmen, den ihr auch seht. Seht selber, der Platz zwischen den Achsen ist auch ziemlich klein. Dadurch ist er natürlich auch schön wendig und hat auch kleinere Wendegebiete oder Wendekreise, die er fahren muss nur. Ne? Finde ich schon mal sehr interessant. Auch eine schöne Alternative mit dem kurzen Radstand finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ne? So, Shop natürlich. Klar, ich fange mit dem Schneidwerk an. Da haben wir es, das ist hier ganz am Ende, da seht ihr es selber, 38.000 kostet, 74 C, 25 Fuß, ist halt das 7,60 Meter und ja, nimmt nochmal die Standardsachen halt. Ne? New Holland C, R-Serie, darunter läuft das Ganze dann. Und bei den Dreschern an sich haben wir ihn auch ganz hinten stehen, da seht ihr es selber, kostet nur 200.000, muss gebraucht und alt sein, ne? Klar. 700 PS, 14.500 Liter. Ne? Da sieht man halt noch die Alternativen, was man auch dazu nehmen kann. HS16 heißt also, der breite, große Maispflücker geht von der PS-Leistung hier bequem dran halt. Ne? So, wir gehen mal selber drauf. Da seht ihr selber, der Shopper hier hinten, da lässt sich halt ne, Stocktyp 2, Opti-Spread oder halt das normale einsetzen. Wir sind bei 374 PS bei der 6er-Version. Die 7er geht auf 415, 517 bei der 8er. Und 571 bei der 9er, ne? Das ist halt die Größe. Warum da 700 PS am Anfang beistand? Ja, gute Frage. Hier ist es halt nicht auszuwählen. Dann die Reifengeschichten ist Firestone Dual. Ne? Daraus können wir auch normal Firestone in Breit machen. Und wir können auch die, die Dual Row Crop machen, also die, Fruchtreihenbreiten sozusagen dann machen. Und dann sind wir wieder bei den Dual-Varianten. So, ja, das ist das, was man hier einstellen kann. Wie gesagt, 14.500 Liter hatte ich schon mal gesagt und natürlich dann auch sehr günstig. Moment, habe ich fast vergessen. Machen wir auch einfach nochmal. Wenn ich hier alles auf groß und wild und teuer wähle, dann sind wir bei 373.000, was ihn dann bei 14.500 Liter immer noch zu einem sehr günstigen Drescher macht. So, ich würde sagen, ich habe noch einen. Richtig, genau, hier hinten in der Ecke steht mir noch einer. Da marschieren wir noch hin. Das ist einer mehr, der in den USA mehr vertrieben wird, gehe ich mal von aus. Das ist nämlich der Challenger, den ihr jetzt hier seht, in der Normaltraktor-Variante. Wenn wir reinstehen, seht ihr, das ist der 685D. Den zeige ich jetzt, damit ich es nicht vergesse, auch zuerst im Shop. Der ist, glaube ich, bei den großen Traktoren, da haben wir es selber. Kostet 250.000. Höchstgeschwindigkeit ist 50 hier und wir haben einen Grundwert von 240 PS. Können hier die Reifen und vorne erstmal den Standard wählen, das sind die Gewichtsgeschichten. Warum das so komische Kommazahlen sind, ist, weil es dann eigentlich amerikanische Pfund werden, die da stehen würden. Und deswegen ist das dann eine andere Umrechnung. Ne? Das geht also bis 771 Kilo von 226 an. Wir haben hier die Möglichkeit, entweder keine Fender zu wählen, ne? Oder halt Vorderradschutzbleche zu wählen oder halt breit zu wählen. Je nachdem, was wir dann auch
für Reifen drauf machen. Wir können das sagen, wir wollen gerne mit Frontloader oder ohne das Ganze haben. Hier unten drunter findet ihr dann nochmal die Reifenvariante mit Gewichte, ohne Gewichte. Ne? Reinkulturbreite, seht ihr selber, dass halt da nicht Früchte kaputt macht, je nachdem wie es dann gepflanzt oder gesetzt ist. Man kann den GPS setzen, den sehen wir hier oben drauf, ne? Wo mein Mauszeiger hier gerade rumwedelt. Ne? Mit oder ohne es da zu setzen. Und wir haben halt, wie gesagt, dann noch die Motorgrößen. Bei 6,45 sind wir bei 240 PS, 265 PS beim 6,55, beim 6,65 290, 6,75 sind 320, 6,85 sind 340 und dann geht es wieder von vorne los. Also bis zu 340 PS allerdings ist der Aufpreis motormäßig hier gar nicht so niederschlagend. Die einfache Variante, die halt dazu kommt, ist die Reifengeschichte. Und wenn man sich da sagt, okay, ich nehme die normale Bereifung, und sonst keine großen Spirenzien dabei. Ne? Man kann ja mal wegen das Gewicht vorne noch mitsetzen, weil man sonst vorne eh nichts anfangen kann. Ist man halt mit 253.000 dabei beim Traktor mit 340 PS. Das ist dann eigentlich ganz okay in der Preislasse. Ne? So, ich würde sagen, das war dieses. Jetzt gucken wir uns das Ganze nämlich nochmal an. Rundumleuchten funktionieren natürlich. Wir machen Licht an, auch hier ist alles da, auch oben die Scheinwerfer, hinten die Scheinwerfer, alles läuft. Wenn wir das Ganze von innen angucken und Licht anmachen, sehen wir, dass hier nicht sonderlich viel passiert. Wenn ich das Licht anmache, dann gehen schön Displays, alle Kontrollanzeigen, alles was er so hat, an. Und wenn ich Licht anmache, dann seht ihr selber auch, dass die Armaturenbeleuchtung, Beleuchtung hier vorne im Bedienfeld dementsprechend angeht. Und dass wir auch in der mittleren Anzeige oben im Armaturenbrett unten eine kleine Kontrollleuchte haben, dass Licht angemacht worden ist. Ne, auch die unterhalb des Lenkrads und unter in den Armaturen sitzenden Schalter haben dann auch eine Hintergrundbeleuchtung. So, wenn wir hier drinnen sitzen, haben wir hier eine Variante Abdeckung öffnen. Ich werde jetzt mal ein bisschen von außen gucken. Genau. Das sind nämlich dann, wenn wir verbreitert fahren, hier die Verlängerung für die Blinkergeschichte hier. Ne? Da seht ihr auch, die funktioniert auch. Hatte ich natürlich jetzt bei den anderen Fahrzeugen vergessen, aber ja, ist nicht so wild. Also die haben Blinker. So, ja, dann kann ich das mit N wieder einfahren. Und das ist auch die ganze Special-Geschichte schon. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zum Motortest. Ja, so sieht's aus. Ist natürlich meist Geschmackfrage, was einen da wie, wo am besten gefällt, ne? Klar. Aber, ja, was soll ich sagen? Damit sind wir schon wieder durch für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über einen Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.